Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal eine neue Version vom Card Duplication Kit zeigen. Ja, die Version, die ist leider nicht solo, ihr braucht Hilfe einfach einem Freund. Dafür könnt ihr euch aber fast im Minutentakt die Autos duplizieren. Ihr braucht auch keine persönlichen Kennzeichen. Also ihr und euer Freund, ihr braucht auf jeden Fall eine Agentur. Welche Agentur, das ist auch völlig egal. Es muss auch nicht die gleiche Agentur sein, das ist auch völlig egal. Euer Freund, der euch bei dem Glitch hilft, muss auf jeden Fall da drin irgendein Auto drin stehen haben. Welches Auto, das ist auch völlig egal. Wir müssen uns dann in unsere Agentur dann einfach einen Easy reinstellen, den wir dann duplizieren wollen. Und zudem brauchen wir halt noch ein paar Fudgios, auch so viele Fudgios, so viele Autos, wie wir uns duplizieren wollen. Wo dann die Fudgios drinstehen, ist auch völlig egal. Nur die Autos, die ihr euch dann dupliziert, die landen dann hinterher in diese Garage, wo dann auch die Fudgios drinstehen. Ihr und euer Freund, ihr sollt dann am besten noch in eine separate Einladungssitzung gehen. Und wenn ihr dann soweit alles vorbereitet habt, dann können wir eigentlich schon direkt durchstarten. Okay, als allererstes zeige ich euch mal den Part von eurem Freund, das heißt der sich verglitschen muss. Euer Freund muss sich dann einmal in euer Agentur einmal sich reinbegeben. So, ich zeige euch jetzt auf jeden Fall mal den Part von eurem Freund. Euer Freund muss sich jetzt verglitschen. Das heißt, wir und euer Freund, ihr geht am besten jeweils in eine separate Einladungssitzung. Wir gehen dann jetzt einmal in den Job für einen Titan, damit unser Freund sich verglitschen kann. So, unser Freund geht dann einmal zur Information. Wir sind schon in einem Job für einen Titan drin. Unser Freund geht dann einmal zur Information, drückt dann Steuerkreuz nach rechts und hat dann jetzt die Meldung mit dem persönlichen Fahrzeug verlassen. Das ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes sucht der Freund einfach mal mein Profil raus. Im PSN einfach das Profil raussuchen. So, dann warten wir jetzt, bis die Meldung ankommt. Jetzt, wenn die Meldung kommt, alle mit X durchspammen. Mit X einfach die alle Meldung durchspammen. Dann habt ihr so einen verglitschten milchigen Hintergrund. Das ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt fallt ihr durch das Haus, ist auf jeden Fall auch perfekt. Es kann sein, dass ihr jetzt dabei stirbt oder nicht. Wenn ihr jetzt dabei drauf geht, dann ist es auch überhaupt gar kein Problem und ihr seid jetzt auch schon fast verglitscht. Und als nächstes tut ihr euch einfach nur irgendein Fahrzeug anfordern aus irgendeiner Garage. Ja, welches Auto, das ist auch wirklich völlig egal. So, ich fordere einfach gerade irgendein Zerusso an und dann müsstet ihr mal auf der Map gucken. Und zwar sollte das Auto dann jetzt einmal am Nullpunkt spawnen, aber das Auto ist unsichtbar. Wenn das der Fall ist, dann habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht. Sollte es der Fall sein, dass ihr das Auto nicht anfordern konntet über den Mechaniker, das ist auch überhaupt nicht schlimm, dann geht einfach mal ins Interaktionsmenü, Sonderfahrzeuge, MOC und dann müsst ihr euch ein Fahrzeug aus der MOC anfordern. So hat dann unser Freund sich dann jetzt verglitscht. Dann soll sich unser Freund einmal uns in seine Sitzung einladen. Wenn wir dann in seine Sitzung angekommen sind, dann müssen wir uns einmal als MC registrieren. Kauft euch auf jeden Fall mal noch ein paar Fudgios, so viele Autos, wie ihr euch duplizieren wollt. In welcher Garage die Fudgios dann stehen, das ist auch wirklich dann völlig egal. So, fordert euch einfach mal irgendein Auto aus irgendeiner Garage an. Wenn ihr aussteigt, dann lasst euren Freund dann einmal in das Auto einsteigen und euer Freund bleibt dann einmal in dem Auto drin sitzen. So, wir begeben uns dann zur Nähe zu der Garage, öffnen einmal das Interaktionsmenü und dann gehen wir auf Fahrzeuge anfordern und fordern einmal den Fudgio an. Und ihr werdet merken, der Fudgio wird jetzt nicht ankommen. Das ist auf jeden Fall perfekt. Dann gehen wir jetzt als nächstes einfach in die Garage rein. So, wir steigen dann einfach in den Easy, den wir uns jetzt dann gleich duplizieren wollen. Steigen wir einfach ein. Nun müssen wir dann einmal die Fahrerseite blockieren. So, ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt brauchen wir irgendein anderes Auto, um die Beifahrerseite einmal zu blockieren. Welches Auto ist auch völlig egal. Einfach gegen die Beifahrerseite fahren. So, und um es jetzt zu testen, ob es jetzt funktioniert hat, gehen wir jetzt einmal zu dem Fahrzeug hin und drücken dann einmal auf Kreis. Wenn wir jetzt dann sofort in das Fahrzeug rein teleportiert werden, dann ist auf jeden Fall perfekt. Begibt euch dann jetzt einfach zur Garage, zum Garagentor. Und ja, jetzt müsst ihr einfach nur Dreieck und X dann gleichzeitig drücken. So, wir drücken X und Dreieck gleichzeitig und dann werdet ihr jetzt merken, dass wir dann draußen mit unseren Easy Classics bauen. Das ist auf jeden Fall perfekt. Sobald ihr dann draußen ankommt, dann kann euer Freund auch aus eurem Auto aussteigen.
dann wird das Auto verschwinden und nun hat sich das Fahrzeug schon dupliziert. Um das jetzt abzuspeichern, fahrt ihr einfach in eures MOC rein. Stellt dann am besten eure MOC vorher schon bei der Agentur in der Nähe dahin. Fahrt einfach das Auto rein. Und schon habt ihr die erste Kopie abgespeichert. Ja, wenn ihr jetzt die zweite Kopie machen wollt, dann steigt ihr einfach wieder ins Auto ein. Fahrt dann aus der MOC dann wieder raus. So, wir lassen dann unseren Freund dann nochmal einsteigen. Wir geben uns dann wieder zur Agenturgarage hin. Gehen dann wieder auf ins Interaktionsmenü, MC-Präsident. Und dort fordern wir uns dann den nächsten Faccio-Roller an. Ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass ihr es auch mit dem Faccio-Roller macht. So, einfach anfordern. Ihr werdet sehen, der Faccio-Roller, der wird nicht spawnen. Ist auf jeden Fall perfekt. Wir gehen wieder in die Garage rein. Steigen dann wieder in den Easy ein. Blockieren dann einmal die Fahrertür. Perfekt, dann schnappen wir uns jetzt wieder ein anderes Fahrzeug. Steigen dort ein und blockieren dann mit diesem Fahrzeug dann einmal die Beifahrertür. So, dann testen wir mal, ob wir wieder direkt in das Auto reingeportet werden, indem wir einmal auf Dreieck drücken. Wunderbar, das ist auf jeden Fall perfekt. Ja, dann gehen wir jetzt wieder zur Garage hin und drücken dann wieder Dreieck und X gleichzeitig. Und dann werden wir jetzt wieder mit dem Auto draußen spawnen. Und ja, sobald wir dann draußen wieder gespawnt sind, kann unser Freund dann wieder aus dem Auto aussteigen. Das Auto wird dann verschwinden. Wir fahren dann mit dem Auto dann wieder in die MOC rein und haben schon die zweite Kopie abgespeichert. Unten rechts seht ihr den Ladevorgang. Gelbe Ladeschnecke ist perfekt und jetzt ist das Auto abgespeichert. Und ja, das war es jetzt eigentlich schon soweit. Wenn ihr jetzt dann immer noch weitermachen wollt, dann ja, macht einfach diese Steps dann weiter wie bisher. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.